Einstein wird Ihnen präsentiert von Toyota Hybrid. LSD, Zauberpilze und K.O.-Tropfen. Drogen, die berauschen. Aber können sie auch heilen? Ich hatte auch das Gefühl ein bisschen, dass mein Körper öffnet sich wie eine trockene Erde und da kommt einfach nur Licht und Luft und Energie raus. Da habe ich einen Lebensbaum gesehen, der sich so wächst und entwickelt und dreht. Die Schweiz ist federführend in der Erforschung des medizinischen Drogentrips. Man weiß, wo man ist und was man tut. Das ist ja das Interessante. Also ich war jetzt nicht komplett weg. Ja? Ich war mit einer extremen Welle, einer Explosion von Gefühlen konfrontiert. Er hat mal gesagt, das wäre das tollste Weinen seines Lebens und so ein Weinen wolle er noch mal haben. Psychoaktive Drogen als Medikament gegen Alkoholsucht, Depression und Angstzustände? Substanzen sind weder gut noch böse, sondern sie können helfen oder schädigen, je nach Kontext. Einstein macht die Probe aufs Exempel und nimmt sie mit auf eine erhellende Reise in die Welt der Drogen. Die Psychiatrische Universitätsklinik Zürich. Hier wird intensiv mit Drogen geforscht. Mich nimmt Wunder, wie das abläuft und was die Risiken sind. Die Neuropsychologin Nathalie Rieser arbeitet an einem besonderen Projekt. Sie will Menschen helfen, die am Alkohol verfallen sind. Der Schlüssel soll hier eine andere Droge sein, das Psilocybin. Das ist der Wirkstoff der sogenannten Zauberpilz. Wir holen die verbotene Substanz in der hauseigenen Apotheke ab. Hallo. Hallo. Grüezi. Dürft ihr mir die Studienmedikation holen für Psy-Alk? Ja, gerne. Einen Moment. Jede Tablette im Tresor ist abgezählt. Man kommt sie nur gegen Unterschrift über. Ich kann genau das müssen wir eingetragen. Genau. Ihr wollt mit Drogen gegen eine andere Droge ankommen und die bekämpfen. Kann denn das wirklich, kann das klappen? Also wir glauben daran, dass Psilocybin die Behandlung der Alkoholabhängigkeit kann unterstützen. Aber es geht nicht einfach nur um die Einnahme von einer Substanz, sondern es liegt noch viel mehr dahinter. Und wie so eine Studie aufgebaut ist und was alles dazu gehört, zeige ich Ihnen gerne heute. Die Forschung mit solchen Substanzen, die die Wahrnehmung verändert, erlebt in der Psychiatrie gerade eine gewaltige Renaissance. Geforscht wird vor allem mit LSD oder eben auch Psilocybin. Psilocybin, der Wirkstoff der Zauberpilze, und LSD sind Halluzinogene. Beide haben praktisch die gleiche Wirkung. Die Droge gelangt über den Blutkreislauf ins Gehirn. Dort stimuliert sie sogenannte Serotonin-2A-Rezeptoren. Nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip löst sie dort einen sehr starken Reiz aus. Sensorische Gehirnbereiche wie Sehen, Hören, Fühlen sind dadurch überaktiv und arbeiten stärker zusammen. Das Halluzinogen vernetzt Regionen, die normalerweise nichts miteinander zu tun haben. Menschen unter LSD und Psilocybin erleben optische Halluzinationen, sehr starke Emotionen und haben ein anderes Zeitgefühl. Das ist der Raum, wo die Drogenreise stattfindet. Er ist bewusst gemütlich wie ein Wohnzimmer eingerichtet, dass die Leute sich wohlfühlen. Alle Studienteilnehmenden haben ein Alkoholproblem. Der Suchtexperte Raoul Bittar begleitet die Behandlungen. Immer zusammen mit der Nathalie Rieser. Wir können zwar nicht bei einer Behandlung dabei sein, aber trotzdem möchte ich wissen, wie man sich so eine Drogenreise vorstellen muss. Angenommen, ich werde Proband. Wie läuft das nachher ab? Ich messe erstmal Ihren Blutdruck. Und dann nehme ich die Pille raus und nehme die dann mit Wasser ein. Mhm. Und dann können Sie sich, wie Sie möchten, sich hier hinlegen. Und wir empfehlen einfach, nach innen zu horchen. Das kann man unterstützen durch Musik, die man über Kopfhörer hört, oder mit einer Augenbinde, die Sie sich aufziehen können. Warum sind es immer zwei Personen, die mit dabei sind?
Das ist eine gute Frage. Es gibt mehr, also zum einen ist es mehr praktikabel. Es ist sehr lange, die Sitzung. 8 bis 9 Stunden sind wir da in einem Raum und so kann auch jemand mal rausgehen. Andererseits ist es so, dass während der Sitzung das Bewusstsein anders sein kann und der Proband sich mit der einen oder mit der anderen Person wohler fühlt. Wir machen es so, dass es immer ein Mann und eine Frau ist. Aber wie genau fühlt sich das für Patientinnen und Patienten an? Wie erleben sie so einen medizinischen Drogentrip? Eine therapeutische Drogenreise hat auch Oleg Kogut gemacht. Vor 5 Jahren bekommt er die Diagnose Krebs. Chemo, Strahlentherapie, Operationen. Nichts hilft. Was ich damals fühlte, war extrem viel Angst. Ja, also viel Angst bis zu Panik, ja. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass ich meiner Gattin sagte, du, ich fühle mich wie in einem Tunnel, aber es ist nicht unbedingt mit einem Licht dahinter. Depressionen werden zu seinen Begleitern. Ein behandelnder Arzt empfiehlt Oleg Kogut eine LSD-gestützte Psychotherapie in der Schweiz. Kogut findet den Therapeuten Peter Gasser, der in diesem Moment eine Studie durchführt. Er erforscht die angstreduzierende Wirkung von LSD am Lebensende. Menschen, die schwere körperliche Erkrankungen haben, zum Beispiel eine Krebserkrankung, durch die schwere Erkrankung auch existenziell bedroht sind, also bedroht von Leiden und Tod, von vorzeitigem Tod. Eigentlich geht es darum, einen Umgang mit dem Tod zu finden. Auch Anke Röskamp begleitet die LSD-Sitzung, die in intensive therapeutische Gespräche eingebettet ist. Ich habe gespürt, dass er jemand ist, der immer nach vorne denkt und schon weiter sein will mit seinen Gedanken als andere und der eine Fähigkeit hatte, sich und seinen Körper auch auszubeuten. Wir versuchen, die LSD-Erfahrung einzubetten in eine Vorbereitungs- und in eine Nachbearbeitungsphase, also therapeutische Gespräche, kann man da sagen. Es wurden ein paar Themen ein bisschen geöffnet, ja, so wie das typisch ist eigentlich bei einer klassischen Psychotherapie. Die Beziehung zu meiner Frau, die Beziehung zu meinen Eltern, auch natürlich die Erkrankung und das Thema Familie. Es gab einen Autounfall in der Kindheit, wo ich meine Mutter und meinen Bruder verloren habe. Ich habe immer das Gefühl, nach diesem Autounfall habe ich mich irgendwie radikal verändert. Das heißt, ich kann mich in dieses Kind hineinsetzen, wieder in diesen Oleg, der 7 Jahre alt ist und da der merkt, der wird gerade anders. In unserer Familie war es nicht üblich, über Gefühle zu sprechen, eigentlich so gut wie gar nicht. Dadurch hat man sich eher gewohnt, sich zu verschließen. Man ist auf mich allein gestellt, was eben dieses Gefühlsleben zumindest mal betrifft. Die LSD-Sitzung findet in Solothurn statt. Der Therapeut und die Therapeutin bleiben immer dabei, auch wenn sie über 8 Stunden dauert. Ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt, ehrlich gesagt. Ich hatte nicht die geringste Ahnung. So geht es auch den meisten Probandinnen und Probanden, die in der psychiatrischen Uniklinik in Zürich so eine Drogenreise machen. Darum gehört auch hier eine intensive Vorbereitung dazu. Die laufende Studie fokussiert auf Alkoholsüchtige. Aber wie konkret soll es denn funktionieren, dass man jemanden, der eine Alkoholsucht hat, mit einer anderen Droge therapieren kann? Also eine Sache ist die, dass wir davon ausgehen, dass die Sachen, die die Menschen dazu führen zu konsumieren, also das Verlangen danach, dass das reduziert sein könnte nach der Einnahme des Psilocybins. Aber dass andere Sachen, die ihnen auch helfen, davon auch wegzukommen vom Alkoholkonsum, dass man wieder offener ist im Leben, wieder zuversichtlicher ist, dass das dann auch zunimmt nach der Einnahme des Psilocybins. Solche Experimente hat es schon ab den 40er Jahren gegeben. Vor allem mit LSD, wo berühmt und berüchtigt worden ist. Basel am 16. April 1943. Albert Hofmann macht im Sando-Labor eine unglaubliche Entdeckung. Er will aus dem Mutterkorn, einem giftigen Getreidepilz, ein Mittel zur Kreislaufstabilisierung herstellen, kommt aber nicht recht voran.
Doch dann erlebte er völlig unvorbereitet einen bizarren Rausch. Dieses Erlebnis beschrieb er im Jahr 2001. Dann habe ich zuhause auf die Wand gesessen und habe von Träumen. Ich hatte wunderbare Visionen gehabt. Was ich dachte, ist in Farbe und in Bilder. Das hat ein paar Stunden gedauert und dann ist es verschwunden. Und dann habe ich gesagt, da muss ich etwas verwischen aus dem Labor. Ein neues Medikament war geboren. Lysergsäure-Diethylamid, abgekürzt LSD. Ein Stoff, der in unglaublich kleinen Dosen eine große Wirkung auf die Psyche hat. Spannend für die Psychiatrie. Medizinhistoriker Beat Bechy hat sich eingehend mit dem Nachlass von Albert Hofmann und der Geschichte von LSD auseinandergesetzt. Ja, die erste Verwendung hat LSD Ende der 40er Jahre noch in der Psychiatrie gefunden. Es ist vor allem darum gegangen, über diesen Stoff sogenannte Modellpsychose auszulösen. Und interessanterweise ist der Stoff von Anfang an nicht nur für die sogenannten Kranken, sondern eben auch für die Gesunden, für die Psychiater, propagiert worden. Also es ist darum gegangen, dass die Psychiater sollten können, eigentlich das Innenleben von ihren Patienten nachvollziehen dank dem Stoff. Später bringt Sandeau LSD als Medikament auf den Markt, um damit psychische Blockaden zu lösen. Ärzte setzten LSD schon damals für die Behandlung von Alkoholsüchtigen ein. Wir verabreichen LSD, um Alkoholiker zu behandeln. LSD wird zweimal verabreicht im Abstand von 26 Tagen. Das ist die zweite Dosis für diese Patienten. Was Sie hier sehen, ist echt. Die Ergebnisse waren vielversprechend. Etwas über 50% blieben mindestens 2 Jahre danach abstinent. Ich hatte einfach keine Lust mehr zu trinken. Aber dann kommt alles anders. In den 60er Jahren entdeckt die Flower Power Bewegung vor allem in den USA LSD als Droge. Halluzinogene werden Teil eines Lebensgefühls, inspirieren Künstler und Musiker. Der Psychologieprofessor Timothy Leary wird zum LSD-Guru und fordert die Freigabe der Droge. Das ist der Anfang eines wissenschaftlichen und psychologischen Durchbruches, den man gesetzlich nicht unterbinden kann. Doch wegen falscher Dosierung erleben immer mehr Menschen einen Horrortrip. Es häufen sich Berichte über Selbstmorde und Psychosen. Die Behörden greifen durch. Amerikas schlimmster Feind in den USA ist der Drogenmissbrauch. LSD wird in den 60er Jahren in den USA zur Satansdroge erklärt und weltweit verboten. Selbst zu therapeutischen Zwecken und auch für die Forschung. Für den Erfinder Albert Hofmann war das eine große Enttäuschung. Das Verbot, das erlassen worden ist, schließt ein: Herstellung, Besitz und Anwendung verboten. Das heißt, dass auch die medizinische Anwendung verboten worden ist. Man hat also das Kind mit dem Bad ausgeschüttet. Und das war eigentlich übertrieben. Ja, es ist eigentlich außergewöhnlich, dass man mit einem Stoff gar keine Forschung betreiben darf, obwohl er nachweislichermassen gerade in den 40er, 50er Jahren in der Psychiatrie sehr erfolgreich verwendet worden ist. Albert Hofmann starb 2008 im Alter von 102 Jahren. LSD blieb zeitlebens sein Wunder- und Sorgenkind. Die Forschung mit LSD war lange unmöglich. Der Schweizer Therapeut Peter Gasser war einer der ersten, der LSD wieder legal einsetzen durfte.
Vor 14 Jahren jetzt mittlerweile haben wir ja angefangen mit einer ersten LSD-Studie. Und die erste LSD-Studie war aufsehenerregend, nicht wegen der Resultate, die sie erbracht hat, sondern dass sie überhaupt durchführen konnte. Das ist eigentlich dann weltweit die erste Studie mit LSD seit mehr als 30 Jahren. Also das war eigentlich sensationell an dieser Studie. Weltweit dauert die Skepsis bis heute an. Hierzulande darf aber heute mit einer Sonderbewilligung mit Halluzinogenen geforscht werden. Deshalb entwickelt sich die Schweiz immer mehr zu einem Zentrum für Drogenforschung. Die Vergangenheit hat gezeigt, Halluzinogen können Wundermittel und Teufelsdrogen gleichermaßen sein. Also, wie steht es um die Risiken? Wie häufig kommt es denn vor, dass Leute den berühmt-berüchtigten Horrortrip haben? Weil gerade bei solchen Substanzen wie LSD, Psilocybin, gibt es eben auch das. Und das ist das, was nicht kalkulierbar ist. Das ist richtig, da fragen viele Probanden auch nach. Ein Horrortrip ist gar nicht so klar definiert. Also was bedeutet Horrortrip? Für den einen ist es schon ein unangenehmes Gefühl. Für anderen können das ganz andere Symptome sein, wie das Gefühl zum Beispiel, dass das, was gerade passiert, nie mehr endet oder dass man wahnsinnig wird. Wir sehen es relativ selten. Und wenn es passiert, kann man eigentlich immer ganz gut damit umgehen. Ist es denn legitim, dass man das Risiko eingeht? Wir erwarten keine negativen Effekte danach. Aber trotzdem muss man sich fragen, sind die Nebenwirkungen oder die Gefahren, sind die gerechtfertigt? Wir denken, dass sie gerechtfertigt sind. Die Studie wäre sonst auch nicht zugelassen worden. Neben den Erfahrungen, die die Teilnehmenden machen, interessiert die Forschenden auch, was im Gehirn dieser Leute passiert. Darum gehen die Probandinnen und Probanden jeweils während dem Trip eine Zeit lang ins MRI. Da wird die Hirnaktivität sichtbar. Okay, und da sehen Sie jetzt die Hirne unter Psilocybin. Da wäre vorne, da wären die Augen und das ist der hintere Teil, das visuelle Areal. Ja. Und das Gele und Rote ist da, wo stärker verbunden ist mit der restlichen, mit dem restlichen Gehirn und blau ist da, wo abgefahren ist, also weniger stark verbunden. Im Vergleich zu einem Gehirn, wo nicht unter Psilocybin Einfluss ist. Genau, ja. Das ist jetzt da, wo verändert ist unter Psilocybin. Ah, also heißt da und auch da hinten ist extrem viel mehr los als gewöhnlich im Gehirn. Genau. Und was bedeutet jetzt das genau für die Wahrnehmung? Das heisst, all die visuellen Sachen sind wie scheinen wichtiger und da, wo dem Ganzen Sinn ergibt, ist wie abgefahren. Also das heisst, die visuelle Wahrnehmung ist viel stärker, aber die Einordnung von dem, was ich sehe, ist viel weniger. Genau. Und das stellt die Art, wie wir die Welt wahrnehmen, völlig auf den Kopf. Zurück zum Krebspatienten Oleg Kogut. Er hat seine begleitete Drogenreise mit LSD in Solothurn gemacht. Er beschreibt seine Erfahrungen folgendermaßen. Man legt sich hin auf eine Matratze, weil es halt so angenehmer ist. Und man wartet, bis es wirkt. Anke sagte mal zu mir, du wirst es schon merken. Und das kann ich bestätigen, das merkt man schon. Man weiß, wo man ist und was man tut. Das ist ja das Interessante. Also ich war jetzt nicht komplett weg, ja. Ich war mit einer extremen Welle, einer Explosion von Gefühlen konfrontiert. Ich habe eigentlich Gefühle zugelassen. Ich konnte nicht tanzen, ich konnte sie nicht verbieten. Ja. Es gab in diesem Moment, das war sehr wichtig für mich, wo ich merkte, okay, die Wirkung wird sehr stark. Und ich merke, dass die wird so stark, dass ich mich nicht mehr so richtig unter Kontrolle halten kann. Das heißt, erst wo ich diese Kontrolle loslassen konnte, das war sehr wichtig. Erst dann ging die Reise wirklich so positiv los. Ich hatte auch das Gefühl ein bisschen, dass mein Körper öffnet sich wie eine trockene Erde und da kommt einfach nur Licht und Luft und Energie raus. Das, was für mich wichtig war, da habe ich einen Lebensbaum gesehen, der sich so wächst und entwickelt und dreht. Nur dann ist irgendwas passiert und ein paar Äste sind irgendwie abgestorben, sind abgebrochen worden. Nur der Baum ist trotzdem weitergewachsen. Irgendwie habe ich dann auch angefangen zu weinen. Da habe ich so stark geweint wie nie zuvor. Ja, also ich kann sonst nicht weinen. Ja, ich kriege hier unglaublichen Schmerz.
Ja, ein paar Tropfen vielleicht kommen runter, aber ich kann extrem schlecht weinen. Er hat mal gesagt, das wäre das tollste Weinen seines Lebens und so ein Weinen wolle er noch mal haben. Und das ist toll, wenn jemand dann so weint, das ist total schön. Man sitzt daneben und ist glücklich, oder? Weil es stimmt, jemand kommt zu sich. So biografische Vernetzungen sind natürlich in der Therapie häufig auch etwas sehr, sehr Wertvolles, dass Patienten auch sich plötzlich an Sachen erinnern, die sie nicht mehr gewusst haben. Ich habe verstanden, dieser Baum, diese Zweige, das sind mein Bruder und meine Mutter, die einfach, okay, die sind gestorben. Die sind, also da ist das Leben nicht weitergegangen, aber trotzdem ist das Leben geht weiter und es wächst, es entstehen andere Zweige. In diesen Bildern habe ich auch gesehen, dass diese Stelle da geblieben ist. Das heißt, es wurde nicht ignoriert. Und nur ich habe zum Beispiel dieses Thema immer verdrängt. Warum macht denn der Körper und die Psyche und das Gedächtnis das, dass es das abspaltet, und zwar hinter dicken Mauern? Warum? Ja, weil es unerträgliche Erfahrungen sind. Mich fasziniert, dass die Substanzen in der Lage sind, sinnvolle psychotherapeutische Prozesse zu ermöglichen, wo Patienten tatsächlich subjektiv einen grossen Nutzen haben und das auch sagen und auch nachhaltig sagen, das hat mir geholfen und genützt. So eine psychologisch begleitete Reise mit Psilocybin oder LSD ist nicht nur intensiv, sondern auch sehr individuell verschieden. Wie wichtig ist es, dass man Probandinnen und Probanden sehr gut abklärt und vorinformiert? Weil ihr seid ja hier schon in einem Bereich, wo auch, ich sage jetzt mal, ein bisschen Unkalkulierbares drin hat, weil man nie genau weiss, wie die Leute reagieren, wenn sie das Psilocybin nennen. Also wir glauben, dass die Vorbereitung und auch die Nachbereitung wirklich essentiell ist für einen Therapieerfolg. Einfach Vorbereitung natürlich wichtig, dass Patienten oder Probanden wissen, was auf sie zukommt. Und dass wir sie auch kennen und vielleicht auch ein bisschen wissen, wie sie dann umgehen. Es sind nicht nur die Halluzinogene, die Psychiatrieforschung gerade neu entdeckt. Auch andere Drogen rücken in den Fokus. Selbst solche, die einen besonders schlechten Ruf haben. Schlaflabor Uni Irchel, Zürich. Psychiater Francesco Bavato und Mitarbeiterin Laura Schnieder überwachen den Schlaf einer Probandin mit Depressionen und Schlafstörungen. Die Szene ist gestellt, die Studie real. Und die eine von zwei Testsubstanzen brisant. Es ist GHB, ein Medikament und berüchtigte Droge zugleich. Bekannt wurde GHB als Partydroge Liquid Ecstasy. In kleiner Dosis enthemmend und aphrodisierend. In großer Dosis gefürchtet als K.O.-Tropfen und Vergewaltigerdroge. Weil Opfer von Sexattacken zuvor mit GHB in sofortigen Tiefschlaf versenkt wurden. Genau diesen Tiefschlafeffekt von GHB will Forscher Oliver Bosch nun nutzen bei der Behandlung von Menschen mit Depressionen. GHB bei Schlafstörungen würde genau deswegen helfen, weil der Tiefschlaf verbessert wird. Patienten mit Depressionen leiden häufig an schweren Schlafstörungen. Und zudem kommt, dass mit Schlafstörungen häufig auch Gedächtnisstörungen einhergehen. Und das ist ein Problem bei depressiven Patienten, weil es die Therapie verhindert oder erschwert. So schlecht der Ruf. GHB ist eine natürliche Substanz und ein wirksames Medikament gegen die Schlaferkrankung Narkolepsie. Nun sollen damit Depressive in den Tiefschlaf finden, der für die Regeneration und das Abspeichern von Informationen im Gedächtnis äußerst wichtig ist. Beim Einschlafen fahren wir im Leichtschlaf unsere Körperfunktionen unterschiedlich schnell herunter. Sind die Muskeln zum Beispiel noch aktiv, zucken wir beim Einschlafen. Es folgt der Tiefschlaf. In dieser Sequenz sind wir meist regungslos und vollständig entspannt. Der Tiefschlaf gilt als besonders wichtig für die Erholung. Dann beginnt der sogenannte REM-Schlaf. Unser Gehirn ist nun ähnlich aktiv wie im Wachzustand. In dieser Phase träumen wir intensiv und wer in der REM-Phase geweckt wird, kann sich häufig an die Sequenzen des Traums erinnern.
Danach geht der erste Schlafzyklus zu Ende. Er dauert etwa 90 Minuten und wiederholt sich 4 bis 6 Mal pro Nacht. Die wichtigen Tiefschlafphasen, die Informationen im Gedächtnis ablegen und Lerninhalte verfestigen, werden dabei immer kürzer. Bevor die Probanden im Schlaflabor medikamentös in den Tiefschlaf geschickt werden, müssen sie sich in schneller Abfolge Bilder, Zahlenreihen und Wortpaare merken. Diese Gedächtnistests werden nach dem Aufstehen am kommenden Morgen wiederholt. Das ist perfekt so. Sie können jetzt aufstehen und sich hinlegen. Die Versuchspersonen verbringen in Abständen 3 Nächte im Schlaflabor. Vor dem GHB nehmen sie zuerst ein anderes Testmedikament ein. Es heißt Trazodon und soll schon kurz nach dem Einschlafen für den Tiefschlaf sorgen, der Menschen mit Depressionen oft fehlt. Weder Probandin noch Arzt wissen, ob es sich um den echten Wirkstoff oder nur um ein Placebo handelt. Die Studie ist sogenannt doppelverblindet. Das Trazodon ist ein Antidepressivum, was auch schlafanstoßend wirkt. Und es ist eines der wenigen Medikamente, die eben den Tiefschlaf verbessern. GHB verstärkt ihn, Trazodon verstärkt ihn auch, nicht ganz so stark. Das Potenzial hat es auf jeden Fall. Nach etwa 40 Minuten entfaltet Medikament 1 seine volle Wirkung. Das erkennen die Forschenden sofort auf ihren Monitoren. Mitten in der Nacht hat dann auch GHB seinen Auftritt. Jetzt ist 4 Stunden später. Wir können die Patientin jetzt wecken und mit der zweiten Medikation kommen. Das heißt entweder GHB oder Placebo. Hallo, willkommen jetzt wieder für die Medikation. Das wäre jetzt die zweite Medikation. GHB oder Placebo. Wieder wissen weder Probandin noch Francesco Bavato, was wirklich in der Flasche ist. Und sie können jetzt einfach schlafen und ich komme um 8 wieder. Der Tiefschlafeffekt von GHB zeigt sich erst nach einer Weile, aber dafür umso eindrücklicher. Und man sieht jetzt, dass die Probandin am Schlafen ist und man sieht auch, diese Wellen sind viel breiter, sind riesige und langsame Wellen. Das heißt, es ist wirklich Tiefschlaf, noch deutlicher als vor 4 Stunden. GHB, lange als Partydroge missbraucht, nun neue Hoffnung in der Psychiatrie. Die Frage bleibt, wann ist eine Substanz Heilmittel, wann lediglich Droge? Droge oder Medikament sind vor allen Dingen Sprachregelungen und es sind politische Regelungen. Denn Substanzen sind weder gut noch böse, sondern sie können helfen oder schädigen, je nach Kontext. Der miese Ruf von vielen Drogen ist für die Forschung und die Studien häufige Hemmschuhe. Auch ich war skeptisch, als ich zuerst mal gehört habe, dass man Alkoholsucht mit einer anderen Droge bekämpfen will. Aber wenn man es jetzt vergleicht mit anderen Substanzen, wie zum Beispiel Heroin oder auch Kokain, also eine Abhängigkeit wegen der Substanz, das entsteht nicht. Die Chance ist sehr, sehr gering oder fast gar nicht da. Und gerade in diesem Setting gehen wir eigentlich nicht von dieser Gefahr aus. Ja. Drogen wie LSD oder Psilocybin im Kampf gegen Angstzustände, Depressionen oder auch Alkoholsucht. Was meint ihr dazu? Ist das etwas, das Sinn macht oder doch das feste Spiel mit dem Feuer? Schreibt eure Meinung unten bei den Kommentaren. Psychedelika erleben nicht nur in der Forschung ein Comeback. Es gibt Leute, die es in kleinsten Dosen regelmässig nennen. Aber warum und wie wirkt es? Also beim Mikrodosieren ist so, man muss die Fälle-Dosis bestimmen. Das ist die Dosis, wo man noch ein bisschen etwas merkt, einen bestimmten Effekt. Und dann von dieser Schwellendosis an tut man es nochmal halbieren und das ist dann die persönliche Mikrodosis, die von Person zu Person komplett unterschiedlich ist. So 2 bis 4 Mikrogramm ist meine Dosis. In hoher Dosis lässt LSD Menschen halluzinieren. Aber genau das will er nicht. Ihm geht es um etwas ganz anderes. Mikrodosieren kann man als Doping brauchen, genau wie ich einen Kaffee kann als Doping brauchen.
Etwas, was mir sehr einfach fällt, ist, mich ablenken zu lassen und mich in tausend Themen zu verzetteln. Und das Gefühl, ah, ich möchte das noch machen, ich möchte das noch machen. Und schlussendlich bin ich tausend Sachen habe ich angefangen und habe nichts fertig gemacht. Und mit dem Mikrodosieren fällt es mir einfacher, mich zu fokussieren und zu sagen, okay, was will ich jetzt effektiv machen? Und dann kann ich das machen und bin so in dem Flow, was auch immer ich denn für eine Aufgabe habe, den Prozess, das Tüfteln, wie ich jetzt das Problem löse. Und das fällt mir einfacher mit der LSD-Mikrodosis oder in dem Zustand. Wir nennen ihn Demo und filmen anonymisiert. LSD ist auch in Mikrodosen illegal. Und doch immer beliebter, ja fast schon ein Hype. Für mich ist Mikrodosieren etwas, das ich primär in den Wintermonaten nehme, wo es sehr dunkel ist und wo ich generell eine schwere Zeit finde. Ich nehme es zweimal in der Woche ungefähr. Teilweise nehme ich es mehr, teilweise mache ich auch wieder Pause. Ich bin jetzt nicht sehr konsequent. Es geht ohne, aber es ist ja gleich, wie wir einen Kaffee nehmen. Wenn ich jeden Morgen immer einen Kaffee habe und mich daran gewöhne, dann habe ich irgendwann einmal ist mühsam ohne Kaffee. Und dann muss ich vielleicht mal eine Woche ohne Kaffee sein und dann geht es wieder ohne Kaffee. Früher ging es bei LSD nur um den Trip in die Bewusstseinserweiterung. Heute auch um Selbstoptimierung, Hirndoping und mehr Kreativität. Doch lassen sich die von Dino beschriebenen Effekte wissenschaftlich belegen? Forscherin Katrin Preller hat eine Studie über das mögliche Potenzial von Microdosing gemacht. Von der wissenschaftlichen Sicht her müssen wir sagen, dass wir keine Effekte sehen in einem gesunden Menschen, die über einen Erwartungs- oder einen Placebo-Effekt hinausgehen. Wir haben da nicht das Gefühl, dass die Probanden in irgendeiner Weise kreativer oder leistungsfähiger werden. Aber wenn wir uns die Hirnscans anschauen, dann sehen wir, dass eine geringe Dosis von LSD die Verbindung zwischen unserem emotionalen Zentrum und dem Kontrollzentrum im Gehirn verändert. Und je stärker diese Verbindung verändert ist, desto mehr hebt sich auch die Laune unserer Probanden. Von Microdosing profitieren könnten allenfalls Menschen mit Depressionen, weil LSD in Kleinstdosen demnach tatsächlich stimmungsaufhellend wirkt. Dino möchte es nicht mehr missen. Auf Microdosing ist er über hohe Psychedelika-Dosen gekommen und er züchtet auch seine eigenen Zauberpilze. Dino, selbst Wissenschaftler, wandelt bewusst zwischen Realität und Rausch. Seit es Bewusstsein gibt, habe ich das Gefühl, haben Menschen mit dem Bewusstsein experimentiert. Ich finde das etwas Wunderschönes, das dürfen zu machen. Die Realität, in der wir drin sind, zu dürfen von einem anderen Blickwinkel betrachten oder einfach mal nur dürfen, komplett zu erkennen lassen, dass sie sich nachher wieder Stückchen für Stückchen zusammensetzt. Das finde ich eine wahnsinnig schöne Erfahrung. Psychedelika. Als Mikrodosis sind sie ihm ein kleiner Helfer im Alltag. Als Makrodosis erlebt er sie als Bereicherung des Lebens. Ich glaube nicht, dass Psychedelika für alle Leute sein müssen. Es gibt eine schöne Sichtweise, wo das jemand mal gesagt hat. Psychedelika sind wie ein Kuss. Wenn es willst, ist es fantastisch. Und wenn es nicht willst, ist es einfach nur grusig. An der psychiatrischen Uniklinik in Zürich machen Nathalie Rieser und Raoul Bittar mit den Studienteilnehmenden immer nach der Halluzinogenbehandlung einen Spaziergang. Es gibt noch mal die Möglichkeit, über alles nachzudenken, was gerade passiert ist. Und wir können auch schauen, wie es den Probanden geht in der freien Natur. Was sind denn so die Reaktionen der Leute? Wenn die Wirkung des Psilocybins nachlässt, fangen die Leute an, wieder mehr zu reden und berichten, wie es gewesen ist. Und häufig ist es sehr emotional, manchmal ist es sehr nachdenklich. Und das ist ein guter Moment, um die Leute jetzt schon abzuholen. Wir sehen sie ja am nächsten Tag wieder, um es intensiver besprechen zu können. Oleg Kogut hat zweimal LSD therapeutisch begleitet eingenommen. Er hat es nicht bereut. Nach der LSD-Therapie habe ich viel mehr von der Umwelt mitbekommen und viel mehr verbunden mich damit gefühlt. Ja. Es gab einmal eine Situation während des Trips, wo ich einfach nur dann zurückkommen musste, weil ich habe meinen Körper praktisch wie verlassen
Und dann musste ich aber wieder zurück. Ja, ich hatte ein Gefühl, zur Toilette gehen zu müssen. Ich dachte, boah, jetzt muss ich wieder ins Körper rein. Und ich hatte damals einen sehr eingeschlagenen Körper. Und ich habe auch gemerkt, wo meine Körperschwachstellen sind. Also beim Reingehen zurück war das schon ein bisschen unangenehm. Ich habe gemerkt, wie schwach, wie eingeschlagen, wie verletzt diese vielen Operationen, diese vielen Chemotherapien, was die alles mit mir gemacht haben. Ja, und da habe ich auf jeden Fall schon zum ersten Mal so richtig bewusst meinen Körper gespürt und verstanden habe, das ist jetzt wichtig, dass ich mal spüre, wie müde der ist. Und mein Kontakt mit dem Körper hat sich drastisch verbessert seitdem. Innerhalb von nur 2 Sitzungen haben wir einen Durchbruch erreicht, den ich sonst vielleicht entweder nie erreicht hätte oder Monate oder Jahre mit anderen Therapeuten brauchen würde. Er hat trotz und mit LSD auch doch einen schweren Weg gehabt bis zum Tod. Er ist jetzt, glaub, mit 7 oder 38 gestorben und hat eigentlich bis ganz am Schluss gesagt, ja, ich will jetzt noch nicht sterben. Und ich denke, eigentlich, dort hat ihm die Substanz wirklich geholfen, zugänglicher zu sein, auch für andere Menschen, für sich selber auch. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass der Tod einfach wird, wenn man LSD nimmt. Geheilt hat das LSD den Oleg Kogut nicht, aber geholfen hat es ihm. Und auch die beiden Forschenden haben Hoffnung. Die Mittel, die Substanzen als psychiatrische Anwendungen, hat das Zukunft? Hat das eine grosse Zukunft? Ich glaube, es hat Zukunft. Aber ich glaube, wir müssen jetzt auch vorsichtig sein und die Forschung gut und genau machen, gewissenhaft machen, dass wir auch eine Zukunft haben. Wie sehen Sie das, was die Zukunft von diesen psychoaktiven Substanzen anbelangt? Es ist eine Chance, die wir haben, und ich bin froh, dass wir Forschung betreiben können. Ja. Danke vielmals. Eins ist mir klar geworden. So ein Halluzinogen ist nicht einfach ein Wunderpille, die einem von einem psychischen Leiden heilt. Die Droge ist eher ein Schlüssel, der Türöffner sein kann für eine neue Perspektive. Entscheidend ist auf jeden Fall, es braucht eine professionelle therapeutische Begleitung bei so einer Drogenreise. Dann ist die Droge nicht einfach Teufelszeug, sondern hat die Chance, sich von ihrer guten Seite zu zeigen. Drogen können Medizin sein, aber nicht nur. Gerade Teenager dröhnen sich immer häufiger mit allen möglichen Designer-Drogen zu. Was das für Folgen hat, das erfahrt ihr hier. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert doch unseren Kanal und erfahrt immer, wenn es etwas Neues von uns gibt. Bis dann. Ciao zusammen. Einstein wurde Ihnen präsentiert von Toyota Hybrid.